So, legen wir wirklich los. Machen wir weiter, damit wir heute viel schaffen. Wir haben heute theoretisch viel Zeit, aber wir haben auch noch viel vor uns und ich habe viel Bock. Wo sind wir denn eigentlich gerade stehen geblieben? Ich glaube, ich muss meinen Bildschirm anders hinstellen. Hi Ratte, hallo. Ich habe gerade deinen Kommentar gelesen. Es war knapp im November. Es war knapp. Ein paar hundert Gramm Gamerscore. Damn it. Oh, wir haben noch gar nicht mit Jean gespielt anscheinend heute. Wir haben jetzt aber Zeit. Damit fangen wir jetzt gleich mal an zum Aufwärmen. Das ist aber wirklich eine gute Idee von Microsoft mit dieser, mit diesem monatlichen Challenge-Vergleich-Ding quasi, Highscore unter Freunden. Das ist eine gute Idee, das ist ziemlich clever. Das motiviert schon ein bisschen. Wie geht's hier denn? Ah ja, da können wir noch einmal Jumpen spielen, glaube ich. Alter, jetzt kommen 7 Werfungen hintereinander bei dir. Was? Bitte? Das kann nicht normal sein. Weiß nicht warum. Hallo, Abraxe, wie geht's? Hattest du auch gerade 7 Werfungen am Stück? So, ein bisschen Stretching noch. Ich frage mich, ob die Katze wirklich dünner wird. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, oder? Vielleicht fütter ich sie zu sehr. Aber andererseits kann sie auch nicht hungrig bleiben. Nicht wirklich. Na gut, dann ist schon okay. Jetzt müssen wir die Katze aber ganz dringend füttern mit Deluxe Premium Super Essen. Und jetzt können wir noch mal eine Massage machen. Ich mache wieder meine super, ich habe das Spiel kaputt gemacht Technik. Dann machen wir erst das Spiel damit kaputt, das Minispiel, und danach den Controller. Es hat beim letzten Mal besser funktioniert. Ah ja, das war gut jetzt. Kurz. Ja. Puh. Ich glaube wirklich, da reibe ich echt in den Gumminoppen vom 3D-Stick. Aber ein ganzes Pfund verloren. Das ist schon nicht schlecht. Wiegt 15,9 Pfund. Wie viel sind denn das in Kilo? Das würde mich interessieren. Ich muss mal kurz googeln. Englische Pound in Kilo. Englische Pfund in Kilo. Ah ja, ein Pfund sind nicht ganz ein halbes Kilo. Das würde heißen, jetzt pass mal auf, von 4,5. Also machen wir mal 16 mal 4,5. Moment mal, das kann nicht ganz stimmen. Was? Was rechne ich denn zusammen? Dann hätte die... Ach, 0,45. Das ändert einiges. Mal 0,45. Genau, 7,2 Kilo, ja, unsere dickste Katze hat 5 Kilo. Der Gannon ist die schwerste, aber der ist auch riesig. Das geht schon noch, dann. Das ist aber nicht schlecht, dann fast 8 Kilo die Katze. Und nicht 72, wie ich anfänglich errechnet hätte. Hi Doofkopf und hallo Cludo, wie geht's euch? Hallo zusammen. 72 Kilo hat die Katze also ungefähr, nicht schlecht. Oder so ähnlich.
So, haben wir neue Minispiele oder sind wir schon auf Killerjagd? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wir werden es gleich rausfinden. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder Geld verdienen, oder? Genau, Sideshop. Cool. Aber nur einen neuen? Oh, traurig. Okay. Getting trashed. Schauen wir mal, was das für ein Minispiel ist. Okay, Müll von der Straße aufheben. Das gab es ja im ersten Teil auch schon. Wird hier aber wahrscheinlich sehr viel anders sein. Okay, sonst, genau, kommt irgendwann der Trash zurück und vernichtet uns. Wir haben da nicht so recht drüber nachgedacht. Will you go into space and collect the floating chunk? Oh, das klingt gut. Das klingt interessant. Da habe ich Bock drauf. Oh, dann gute Besserung, Cluedo. Das freut mich, Doofkopf. Das ist cool. Steht da hinten irgendwie Müll R2-D2? Irgendwie schon. Star Cord oder so ähnlich. Also gut, wir gehen jetzt ins All und holen da den ganzen Weltraummüll. Damit er uns nicht auf den Kopf fällt. James Legit. Turn on AirChat Boost auf A. Release auf B, was auch immer. Okay, A und B, mehr brauche ich nicht. Dann schauen wir mal. Ah, warte mal. Ich glaube, ich verstehe es. Ah, ich verglühe. Mein Gott, das ist ja furchtbar. Yes, aber ich verstehe es. Ich verstehe es. Ist gar nicht so wild, glaube ich. Alright. So, das letzte ist schon sehr nah an der Atmosphäre. Puh. Yes. Okay, das ist cool. Hey, die haben wirklich echt witzige Minispiele in diesem Spiel zusammengebaut. Das ist richtig cool. Das ist besser als so manche andere echte Atari-Sammlung oder sowas. Ich meine, ist auch unfair, ne? Natürlich. Die bedienen sich hier so der besten Videospielmechaniken, klassischen. Und nutzen moderne Möglichkeiten dafür. Das kann man natürlich nicht vergleichen. Aber trotzdem, ist wirklich so. Das Spiel ist, abgesehen von diesem ganzen abgedrehten, abgefahrenen Attentäter-Zeugs, das ja schon witzig genug ist, eigentlich eine ziemlich gute Retro-Spielsammlung von Spielen, die es nie gegeben hat. No problem. No problem. Und ich kann auch... Ja, genau. Okay, das macht's noch leichter. Alright. Sehr schön. Der Müll 2D2, genau. Na komm schon, das ist ja voll gemein. Okay, gut. Hallo, Eldon Camillo. Avatar, ja klar, kenne ich grundsätzlich, aber ich habe es nur teilweise gesehen. Die Merlin hat sich das mal wirklich angeguckt und ich habe so ein bisschen mitgeguckt immer, aber nie wirklich. Manchmal ist es ein bisschen gemein. Wow. Schade, dass ich immer nur ein Müllteil mitnehmen kann. Oh, okay, danke. Danke, Asteroiden. Oh, Bremsen. Okay, jetzt wird's echt ein bisschen schwer hier. Die Fleischklöße, die Alien-Fleischklöße hier machen mir ganz schön Probleme. Ich glaube, wir sticken gleich. Shit, jetzt sind wir tot. Nein! Oh, ich hätte so gehofft, dass uns der noch nach oben bounced. Okay, ein Leben verloren. Nicht so schlimm. Na, schau. Das ist doch schon mal ein guter Start jetzt.
Mach einfach gar nichts mehr. Schauen wir mal, wohin das führt. Wahrscheinlich in den sicheren Tod. Ein bisschen was sollte ich vielleicht doch machen. Der eine da unten, das liegt aber auch echt mies. Wow, nein, ist das gemein. Oh, puh. Zum Glück bremst uns die Atmosphäre aus irgendeinem Grund ganz schön ab. Also ich meine, viel, viel, viel mehr, als die uns in Wirklichkeit abbremsen würde, bevor die uns zerfetzt. Okay, das sieht gar nicht so schlecht. Ah, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay. Ah! Ja, komm. Yes! Puh, noch ein Müllteil. Komm schnell, genau, gut. Yes! Perfekt, das war gut. Puh. Den Film von Avatar habe ich auch nie gesehen. Ich habe auch nur nichts Gutes davon gehört. Aber ja, die Serie finden ja viele gut. Also die hat viele Fans. Aber wie gesagt, ich habe die nur so teilweise gesehen. No problem. Bleiben. Serious time. Das war ziemlich chillig gerade. Mal schauen, ob wir das nochmal hinkriegen, so chillig. Ja, nicht ganz. Danke. So, jetzt kommen die schwierigen. Oder schwierigeren zumindest. Kommt schon! Was macht ihr denn? Okay. Sehr gut, cool. Hi, Flatbrain Jackass, wie geht's? Ups. Okay, danke. Im Grunde ist die Erdatmosphäre, glaube ich, eher wie so ein Sumpf oder wie Treibsand. Wenn ich da drin stecke, verbrauche ich halt ganz viel Sauerstoff, dass ich wieder rauskomme. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ich kann gar nicht wirklich verglühen oder so. Ich will es aber jetzt auch nicht testen. Aber ich habe das Gefühl, ich steckte schon ziemlich tief drin und es ist eigentlich alles okay. Ich frage mich, ob das Spiel in unserem Universum spielt. Man müsste mal das Bild von der Erde da unten nehmen und gucken, ob man irgendwelche Küsten wiedererkennt. Ist das überhaupt unsere Erde, auf der das Spiel spielt? Oder ist das Bizarro-Universum? Oder vielleicht sogar wirklich ein anderer Planet? Oh, das ist neu. Okay, man kann vielleicht doch verglühen. Oh Gott, waren wir jetzt tief da drin. Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich kann die Runde vergessen. Zumindest haben wir es Teil, okay? Vorsicht jetzt. Ja, ich weiß, Spiel, ich weiß, aber wir schaffen es. Yes! Puh, das war crazy. Zwei noch. Schnell? Nein? Nein? Okay, dann holen wir uns gleich das. Okay, von mir aus. Wie auch immer. Ah, nein. Ja? Ah! Komm schon! Es ist so ein bisschen Pinball hier, nur dass ich den Ball steuern kann. Okay, das war gerade echt gemein. Ach so, nee, nicht der mit den blauen Katzenleuten. Sondern der mit dem Elementbändiger.
Das sind verschiedene Avatare. Also nicht Pocahontas. In Space. Yes! Puh. Das war schwierig. Kommt da noch ein Stage jetzt? Das hat aber gut Geld gegommen. Kann nicht mehr reden. Awesome work! Gut gemacht. Diese Trash in Space Operation hat die Steuerzahler 1,8 Milliarden Dollar gekostet. Sehr schön. Und ich krieg irgendwie nur 100.000 Landsquid Bird Rider dafür. Ich weiß nicht genau, wie der Wechselkurs ist. Naomi's Lab. Da werden wir jetzt unser ganzes hart verdientes Geld nämlich ausgeben. Wahrscheinlich bleibt nicht mehr viel übrig für die andere Läden gerade, aber das geht vor. I'll take it. Thank you. So, gut. Schauen wir jetzt mal noch die anderen Lokalitäten durch. Hauen wir, solange wir Geld haben, hauen wir es raus. Und dann werde ich es später bereuen. Das ist doch ein guter Plan, oder? Meistens... Nee. Das ist so doof, das sage ich nicht mal. Ich wollte gerade sowas sagen, wie meistens war es es nur wert, wenn man es im Nachhinein bereut, aber nee. Okay, Stamina, 8000. Moment mal, 8000? Das ist gar nicht so teuer. Das geht. So, ich bin gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Das war schon auf der vorherigen Stufe super schwer, finde ich. Und jetzt wird es bestimmt nicht leichter. Und es gibt noch so viele Stufen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich brauche einen Controller mit Turboknöpfen für das, glaube ich. Danke für die Bits. Ich kann gerade nicht gucken, von wem. Gleich. Nein, oh Gott. Oh, ist das gemein? Ist das gemein? Ist das gemein? Ist das gemein? Okay. Oh Gott. Das war echt schwer. Abraxe, Dankeschön für die Bitspende, fürs Auffüllen des Glases. Freut mich sehr. Das ist wirklich sehr nett. Das war anstrengend. Dafür hat sich meine maximale Gesundheit erhöht. Das ist gut. Hoffentlich kriegen wir das andere leichter. Das kriege ich eher hin. Jetzt habe ich es verschrien wahrscheinlich. Ich sollte nicht immer so große Töne spucken und dann blamiere ich mich. Okay. Wie ging das gleich nochmal? A, B und nach unten lenken, glaube ich, sind die Knöpfe. Oder? Ich teste es mal. Nein, komm schon. Hab schon ein paar Treffer abbekommen. Ah, hat gereicht. Sehr gut. Cool. Jetzt sind wir hier so billig wie möglich wieder rausgekommen. Hätte teuer werden können. Gerade mit dem Laufbandtraining. Aber ich habe gemerkt, so ist es für mich viel schwerer, wie wenn ich den Controller insgesamt schüttel quasi. Das geht dann leichter. Ich glaube, mit der Technik schaffe ich das. So, dann gehen wir noch schnell T-Shirts kaufen. Natürlich. Neue Klamotten. Das muss immer sein. Also wenn du den Controller mit Turbo brauchst, kann ich den Xbox-Controller mit... ich habe sogar diese roten Aufsätze für die Switch. Die haben sogar Turbo-Knöpfe. Habe ich zwar noch nie genutzt, aber die hätten die. Aber die kann man nur benutzen im Handheld-Modus. Die funktionieren leider nicht als Pro-Controller quasi. Was schade ist. Wären eigentlich gute Pro-Controller auch. Aber ich habe ja zum Glück den. Der hat halt keine Turbo-Knöpfe. Aber wann braucht man die eigentlich schon mal? Mal gucken, ob es neue T-Shirts gibt. Wenn, kaufen wir uns auf jeden Fall eins der neuen. Hibiskus.
Ich glaube, ich nehme das da. Thank you. Thank you. So, okay. Neue Jacke. Hier gibt es auch... Ah ja, eine neue. Die Wah-Jacke. Aber die können wir uns gar nicht mehr leisten. Das, was schade ist, weil die fände ich sogar cool irgendwie. Tja, naja, gut. Keine neue Jacke, Travis. Wir haben nicht die Kohle dafür. Du kannst eine neue Hose haben. Auch nicht schlecht, oder? Neue Sonnenbrille gibt's auch nicht. Ich mache jetzt auch wegen Schwertern und Training hätte ich noch ein paar Minispiele gemacht. Aber wegen Klamotten nicht. Ich kaufe noch, was geht. Und wenn es nicht geht, behalten wir die alten. Dann steht wenigstens mal ein neuer, abgedrehter, uneinheitlicher Look, den wir sonst nicht hätten, wenn ich immer die ganzen neuesten kaufen würde. Also gut. Dann geht's jetzt weiter Richtung Hauptmission. Kurz und schmerzlos hier. Zack, zack. That escalated quickly. Infiltrate Prison Island. Ha, waren wir jetzt gerade vorher noch, also am Dienstag, in Resident Evil 4 und jetzt sind wir hier in Metal Gear gelandet. So ein bisschen wirkt auf mich nämlich. Jetzt muss ich fast mal die ersten Level überlegen, aber gut, riesiger Roboter gibt's immer. Das allererste war ganz normal, so, also für Travis Touchdown-Verhältnisse. Hi, Neuromancer. Nee, der sagt mir nix. Das einzige postapokalyptische Szenario aus deutscher Produktion, das ich kenne, oder aus Deutschland, ist jetzt hier auf Netflix. Wie heißt sie, die Netflix-Serie? Hallo, Lila, wie geht's? Wie heißt denn die jetzt? Zeitreisen und so. Atomkraftwerk. Atommüll. Atommüll. The Movie Dark. Genau, dankeschön. Okay, an der Security vorbeislippen. Wenn ich gesehen werde, bin ich sofort tot. Ja, guck gleich die Minimap an. Das ist so Metal Gear Solid. Das finde ich ja super lustig. Das finde ich ja echt nett. Oh oh, oh oh. Jetzt würde ich mich fast gern erwischen lassen, nur um zu sehen, ob die dann auch so Ausrufezeichen über dem Kopf haben. Oh oh. Okay, Passage 1 anscheinend gemeistert. Ich habe auch nicht mal ein Schwert hier. Doch, ich habe sie eigentlich am Gürtel hängen. Kann ich die wechseln jetzt? Nee, das geht nicht. Na gut. Ist da gut? Man kann sie sich angucken. Ich finde sie nicht schlecht. Also, ja, doch. Ist gut. Ich würde sagen, ist okay. Ist gut. Ist nichts, wofür man sich auf nationaler Ebene in so einem internationalen Plattform schämen müsste. Nee, ist wirklich eine coole Serie eigentlich. Hat mich nicht umgehauen, aber gucken kann man die gut. Irgendwie, das ging zu leicht. Habe ich eine coole Abkürzung entdeckt oder habe ich irgendwie optionale Superschätze ausgelassen? Das ist die Frage. Ich weiß nur, dass ich jetzt das neue Schwert mal sehen will. Oh, du hast recht. Ich hätte jetzt wirklich eigentlich gern noch geguckt, ob die Rufzeichen haben. Naja. Aber jetzt haben wir ein... Das ist jetzt einfach mal ein Laserschwert und kein Beam-Katana mehr. Aber es ist bestimmt ein Beam-Katana. Schon allein aus rechtlichen Gründen.
Das ist aber das super langsame. Da ist sogar der schnelle Schlag. Das sieht gar nicht so aus, oder? Aber das ist das super langsame. Super langsame Heavy-Schwert. Haut auch rein, aber ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich Sinn macht. Ich glaube, ich werde zum Tiger! Yes! Das kann ich gerade ganz gut brauchen, glaube ich, den Modus. Fliegt, ihr Narren! Aber weit kommen sie nicht. Das ist ein cooler Modus. Der macht Spaß. Zum Tiger werden ist immer gut. Reichweite hat die Waffe halt schon. Aber ich glaube, die Waffe wird nicht mein bester Freund. Aber ich benutze jetzt mal ein bisschen. Mein Gott, ist die Klinge schon die ganze Zeit so lang? Ist mir das nur nicht aufgefallen? Oder wird die länger? Weil die ist gerade lächerlich lang. Nee, die war am Anfang nicht so lang, oder? Das ist total bekloppt. Cool. So macht das dann schon eher Sinn, das Ding, denke ich mir gerade. Das ist schon nicht schlecht. Selbst im Turbo-Modus ist die Waffe noch echt lahmarschig, aber voll cool. Wo Gegner? Ich bin noch voll im Turbo-Modus. War ich das? Was ist denn bitte die Zange von dem, dass der damit Laserschwerter blocken kann? Mein Gott, warum kriege ich denn jetzt einen Special Super Turbo Power Modus nach dem anderen? Ich beschwere mich nicht. Aber warum? Was ist das jetzt? Nee, war es immer noch nicht. Na, von mir aus. Jetzt können wir das den ganzen Tag machen. Gibt ordentlich Kohle auf jeden Fall. Warum nicht? Grinden wir ein bisschen. Langsame Strahlennahkampfwaffen machen nie Sinn. Das ist ja das Lustige. Also jetzt gerade, ich meine, wenn die so viel Reichweite haben, guckt euch das an. Das macht schon ziemlich Sinn, weil ich damit halt den ganzen Raum wegsäbel. Das ist das Geheimnis. Aber warum die am Anfang so kurz war? Vielleicht braucht das Ding einfach ein bisschen, bis es warm läuft, quasi. So, aber jetzt erstmal auf die Toilette gehen. So viel Zeit muss sein. Safe. Like you never saved before. Bling. Ach so, Mist. Das hat nur gerade, das hat mich irritiert. Aber der macht natürlich sein Schwert auf. Das ist aber jetzt, doch, das ist jetzt auch schon so lang. Standardmäßig so lang. Habe ich einfach nicht gesehen am Anfang. Na dann, Bosszeit, schätze ich mal.
So the damsel's in here. Wenn Netflix nicht wäre, hätte es so eine Produktion nicht gegeben. Das kann sehr, sehr gut möglich sein im deutschen Raum. Ich meine, für, ne, für, ich sag mal, für deutsche Serienverhältnisse ist die schon sehr gewagt und gut dann auch, finde ich. Ich meine, das ist immer Geschmackssache. Viele finden den Tatort super. Ist halt nicht meins. Aber, ja. You're lucky I don't have a bondage kick. Da hebt sich Dark auf jeden Fall ab. Oh, Säureblut oder so. Und Schreibkräfte. She's definitely not a broad I'd want to hook up with. Don't say that, handsome. Actually, you're just my type. Thanks, but no thanks. You'd be even more dashing if you were writhing in agony. Die hat so Handschuhe und Strümpfe, wie die aus der Cutscene dauernd, die man nicht genau sieht. Und, habe ich jetzt schon gewonnen? Nein, na dann. Ich meine, warum nicht, oder? Mein Gott, die halbe Energieleiste ist leer. Da ist irgendein Haken bei der Sache, oder? Das kann nicht sein. Sonst haben wir jetzt gleich gewonnen. Da ist ein Haken bei der Sache. Die hat gerade more gesagt und jetzt hat sie einen super Konter-Attacken-Move gestartet. Ich glaube, ich habe vergessen, wie man... Eigentlich dachte ich, ich weiß, wie man Wrestling-Moves macht. Dammit, hörst du jetzt auf. Na gut, ich hau sie einfach mal weiter, weil ich weiß gerade nicht, was ich sonst tun soll. Ach so. Das war's. Gut, ich dachte, ich muss jetzt irgendeine aufwendige Strategie entdecken, aber es war doch ganz leicht anscheinend. Ich einfach nur ein bisschen länger drauf gehauen. Hätten wir uns Zeit gespart. Ganze 30 Sekunden oder so. What the fuck? Travis! Huh? You are now ranked 23rd. Oh! No time for that! Hurry! You have to jump! Gotcha! I'm there! Ich mag das Spiel. Cole Walsh. Nummer 23. Hier haben wir wohl Psycho Mantis im Alien Resurrection Crossover. Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas. Ding. Nice. Okay, weiter geht's. Travis, it's me. I have set up the next ranked fight. Things are a little different this time around. Anyway, come to my office. Don't build things up. Just tell me already. Oh, get your dumb ass to my office now. Gotcha. Aber erst müssen wir mit der Katze spielen.
und gucken, was neu ist. Oh, ich glaube, dieser riesen Gundam-Roboter da ist neu, oder? Der war vorher nicht da. Und der andere auch. Ach, das sind ja mein Roboter und der von dem Footballspieler. Mhm. Nice. Neue Videos haben wir nicht. Dass man sich das Regal nicht wirklich angucken kann, ist echt schade, aber so wie ich das sehe, ist dann die Axt jetzt von dem Resident Evil 4 Gegner drin. Na gut, Katzenzeit. Spielen wir erstmal. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das Spiel richtig verstehe, aber ich glaube, ich muss da einfach nur hin und her wackeln. Ich wüsste nicht, wie ich das wegziehen könnte oder so. Keine Ahnung. Aber ist ja okay. Im Grunde bin ich schon glücklich, wenn wir Jean auf so ungefähr 10 Pfund. Ich glaube, 10 Pfund wäre dann eine ganz normale dicke Katze. Aber nicht mehr so super dick. Wow, was war das für ein Sprung gerade, Jean? Ja gut. Hat sie sich verdient. Hat der Letzte noch gezählt? Nein, wie gemein. Aber jetzt gibt's erstmal lecker Premium-Futter, damit oben Mut wieder aufgefüllt wird. Ich weiß nicht genau, was das darstellen soll. Ein Katzensmiley und 4 Brezeln oder so. Aber die 4 Brezeln verwandeln wir jetzt auch wieder in Katzensmileys. So, sehr gut. Ich will auch wieder eine Katze haben. Geht's zurzeit wohnungstechnisch nicht oder so? Wir wollen auch, wenn wir irgendwann mal in einem Haus wohnen, in einem wirklichen Haus mit Garten und so, dann legen wir uns wahrscheinlich auch einen Hund zu. Also ziemlich sicher einen Hund und vielleicht ein Hausschwein. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir müssen mal gucken, wie gut sich Hausschweine und Katzen vertragen. Vor allem habe ich gelesen, dass man sich Hausschweine auch nicht alleine anschaffen sollte an den Paaren, weil so ein Schwein ist für ein anderes Schwein ein wichtiger Bezugspartner. Das kann ein Mensch nicht ersetzen, anscheinend. Dann bräuchten wir 2 Schweine. Und ich weiß halt nicht, ob so Schweine ähnlich empfindliche Haut haben wie Menschen. Ich glaube nämlich schon. Und wenn die Katzen da mit denen spielen und die kratzen, dann ist das wahrscheinlich blöd. Deswegen sind vielleicht Katzen und Schweine schwer zusammenzuhalten. Waschbären gehen auch nicht, weil die spielen zu krass. Ich habe schon alles, was auch nur im Entferntesten in Betracht kommen könnte, habe ich durch. Waschbären spielen anscheinend sehr grob und werden auch mal wirklich schlecht gelaunt und aggressiv. Sollte man auch nicht mit Katzen zusammenhalten, weil die echt ein bisschen böse werden. So unter Artgenossen kein Problem, aber zu krass für Katzen. Fuchs würde gehen. Aber den muss man importieren, das ist sauteuer. Dann vielleicht doch einfach einen Hund. Gibt mehrere Faktoren, okay. Aber auf absehbare Zeit oder nie? Also kannst du aus Gründen nie wirklich Katzen haben mehr oder nur aktuell nicht? Nee, nee, eben kein normaler Fuchs. Kein wilder normaler Fuchs. Schon die extra, also ne, Hausfüchse, Fennekfüchse. Genau, aktuell nur. Ja gut, dann muss man halt warten. Neuer Sidejob, das ist gut. Die Sidejobs, diese Minigames machen bis jetzt alle Spaß. Vor allem mein Lieblingsspiel bis jetzt, Tile in Style, wo man diese Tetris-Klötzchen sortieren muss.
das war ein Spaß. Oh Gott. Aber jetzt schauen wir mal, ob Stings so gut. Muss ich da wieder Skorpione vom Feld sammeln? Das war im Vorgänger ein furchtbar nerviges Minispiel. Bin mir ziemlich sicher, dass das hier wesentlich cooler ist. What? 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 Warum ist das nicht Pixel? Und warum ist das... Das ist genau das Spiel aus dem Vorgänger. Genau das, das eine Spiel, wo ich gerade gesagt habe, das war im Vorgänger nervig. Genau das haben sie 1:1 wieder übernommen, oder wie? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Oh Gott. If stung by scorpions, get a first aid kit. Tatsächlich. Wollen die mich verarschen? Also... Warum machen die das? Und wo sind Skorpione? Und wie nehme ich die? Ah, warte. Habe ich das jetzt? Habe ich den jetzt? Ah, okay. Ich verstehe. Also echt. Nein! Nimm ihn schnell trotzdem mit. Jetzt schnell zum Erste-Hilfe-Kasten, der gleich da hinten irgendwo war. Okay. Na super. Oh, der funktioniert nicht mehr. Oh Gott, wir müssen zu einem anderen Erste-Hilfe-Kasten. Und hier werden so viele Skorpione. Nein, ey. Das Minispiel. Wirklich, ausgerechnet das Skorpion-Minispiel. Kommt schon. Ich habe das gehasst im ersten. Naja, gut. Gehasst ist ein bisschen viel gesagt, aber ich fand, das war nicht gerade das Beste. Die wollen mich echt verarschen, oder? Ja, wie oft willst du mich denn noch stechen jetzt? Ich glaube, wir sterben jetzt leider, weil ich habe keine Ahnung, wo ein Heilkit ist. Und ob es überhaupt noch eins gibt. Nein! Machen wir trotzdem nochmal. Das mit den Schweinen würde ich nochmal überdenken. Die kann man nämlich nicht allein zu Hause lassen. Ach, warum? So Hausschweine, also ich meine, kein, ne, kann man die wirklich nicht allein lassen? Ich meine, es wäre kein Problem, weil ich bin eh immer zu Hause und Schweine kann man ja auch problemlos mitnehmen, wie Hunde, anders wie Katzen, wenn man mal wirklich wohin fährt oder so. 3, 2, 1. Hallo Felix, wie geht's? Willkommen zurück. Nee, keine Hasenwitze mehr. Ich bin jetzt unter die Cosplayer gegangen. Ich weiß echt nicht, wie ich das... Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich verstehe das auch gar nicht. Ich verstehe das nicht. Die Skorpione stechen mich immer. Muss ich mich von hinten an die anschleichen? Versuche jetzt einfach, das irgendwie zu überleben. Es ist ganz egal, wie viel wir jetzt fangen. Das ist so nervig. Puh, ja, es geht von, wenn man sich von hinten anschleicht, geht, aber man muss trotzdem verdammt schnell sein. Der Grüne, hol dir den, der ist riesig. Jawohl. Wir werden hier nach Gewicht bezahlt, hieß es nämlich im Tutorial. So, damit jetzt nichts mehr schief geht, laufe ich aber gleich in die Nähe. Dammit. So, komm mit. Du auch noch. Ich meine, wenn ich schon vergiftet bin, ne, bin ich quasi immun gegen mehr Gift. Das ist das Gute dran. Gotcha. Gross. Wow, that was close.
aus. So, jetzt laufe ich noch schnell zu dem Heilkasten da hinten, der ist noch aktiv. Vielleicht fangen wir da noch ein, zwei Skorpione und wenn nicht, ist es mir auch wurscht. Hauptsache, wir haben es überlebt. Oh, den hätte ich gern mir noch geschnappt. Naja. Die Brille erinnert dich an Big Lebowski. Das stimmt. Das geht in die Richtung. Die zerfressen die Möbel. Ach so, na, wenn's weiter nichts ist. Ist ja viel schlimmer als die Katzen. Können die nicht sein. Jetzt gehen wir nochmal alle Läden durch. Ich schau mal hier. Ich fang bei Naomis Lab an. Weil da haben wir eventuell die höchste Ausgabe. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich schon ein neues Schwert gibt. Aber es ja. Könnte sein. Ich glaube, es gibt nur 4 in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob man die dann auch noch upgraden kann. Nee. Dann haben wir nichts Neues. Na dann. Adios. Wir haben jetzt bei dem Skorpionspiel echt nicht viel Geld verdient. Aber ist mir wurscht. Zum Glück gibt es kein neues Schwert. Sparen wir wieder Geld. Dann gehen wir jetzt mal ins Gymnasium. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, 10.000 auf einmal, das können wir uns gar nicht leisten. Wir sind super arm. Wofür steht die Schwertdame eigentlich auf, wenn sie sich instant wieder hinsetzt? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Das war komisch. Das hat sie bis jetzt, glaube ich, auch noch nie wirklich gemacht. Für die Physik, ja, ich habe es mir auch gedacht. Für die Bobble-Physik. Aber das war komisch. Na gut, wir sind super pleite. Dann gehen wir jetzt einfach ins nächste, in den nächsten Bosskampf. Hilft eh nix. Hoffen wir, dass wir danach wieder ein besseres Minispiel kriegen. Wer ist da gerade bei der Tür raus? Ja, wirklich. Da ist Böses im Busch. Newspaper delivery man. Taking the emergency exit is faster. Hey, that's true. The paperboy's a genius. I know, right? Anyway, let's talk about the rules for your next ranking battle. Rules? Something's changed? Yes, the association resorts to this when there isn't much activity in the rankings, or when there are too many strong fighters, or sometimes when we just get bored. A battle royale. Battle royale? A fight to the death with 12 participants. If you win, you'll jump to the 10th rank. Damn, that's a twisted way to do things. You agents are becoming as fucked up as the killers you rep. Oh, we've always been fucked up, as you say. We just wear nicer clothes. Fucked up assassins working with fucked up agents. Huh. Doesn't get any better than this. Will you be the last man standing? No doubt. I'll kill them all in a flash. Battle Royale. Bevor es cool war. Na dann. Im Destroy Stadium. Schöne Erinnerungen aus dem ersten Teil. I love watching a group battle. In all its chaos. But those fighters, poor things, they never have a chance. And where's the fun in that? The bodies of the fallen, stiffening trophies for the winner. But the real hero hasn't even fought yet, and there was much to reveal. There was much to reveal. Mm-hmm.
Is it my turn yet? Anybody work here? This is taking forever. Open the gate so I can kick some ass. Visual sensor suggests carnage level satisfactory. Who is my next victim? Question mark. Surprise gasp. You are identified as Travis Touchdown. Luck is an irrational concept, but your presence defies probability. Do you remember me? Question mark. What? I don't know who or what the fuck. Wait a second. Oh yeah. Ersten Teil. You're that fifth-ranked freak Henry sliced up before I got the chance to. Affirmative. After near-fatal decimation, I had no choice but to take this modified form. Looks to me like you just gained a few pounds. Hardware was effective, but my pride was not. With determination levels maximum, I thought only of winning. It was meaningless, futile, illogical. But such is the curse of being run by a human brain. That brain also makes you talk a lot, doesn't it? Henry's the one who tore your shit up. But if you want to take it out on me, go ahead. All I desire is a duel with you. Desire level, 100%. Revenge on primary target was previously accomplished. Behold! Save dramatically. So Henry makes a cameo. Before fighting you, I elected to defeat UAA's formerly top-ranked assassin as practice sequence. This was same individual on whom I also desired vengeance. Efficient turn of events, do you agree? Question mark. Would you shut up? I just need to make one thing clear. I'm not gonna kill you because of Henry. I'm gonna kill you because your big metal ass is in my way. Devilish laughter. Activating main engine. I already know yeah. This routine. Die Henry Ford Pose oder so. Boom. Crap. That was quick. Henry Solo. Besser gesagt. Pretty fast for a tin can. Now it's my turn. Activating engine. Nee, sagt mir nix. What? Der ist wirklich ganz schön schnell. Ich befürchte, diesmal komme ich nicht mehr zu ihm hin, auch wenn er sehr, sehr langsam zählt. Autsch! Wow, der tut weh. Aber jetzt hat er einen Fehler gemacht, ne? Der hätte ein bisschen ausweichen sollen vorher. So, jetzt wird er gekickt. Oh, jetzt wird er schneller. Warte mal, wenn ich hier stehen bleibe auf den Dingern, passiert mir nichts. Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, die Pfeile zeigen mir an, wo ich hinlaufen soll. Aber die zeigen mir scheinbar, wo ich stehen kann. Abraxel! Dankeschön! Für die Bits und fürs Emote teilen. Wie soll ich denn jemals wieder an den rankommen? Vielleicht mit ein bisschen Glück einfach.
halt dich jetzt still. Vielleicht sollte ich mal einfach in der Mitte stehen bleiben. Ha! Damit hat er wohl nicht gerechnet. Das sieht nämlich realistisch aus. Ah, jetzt wird er noch schneller. So lang ist mein Schwert leider auch wieder nicht. Dammit. Gut, danke. Komm, das schaffen wir. Lauf! Lauf! Ich glaube, das schaffen wir nicht. Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Super. Easy. Okay, jetzt haben wir ihn gleich. Einmal noch. Hey, mir fällt gerade ein. Ich glaube, wir könnten uns das echt leichter machen, oder? Oh, so nicht. Ich habe mich verdrückt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich den Turbo-Modus aktiviere, aber ist auch wurscht. LB Air Force ist besiegt. Befreien wir jetzt Henry aus dem Carbonit, oder? Wer weiß. Dr. Let's Shake. Dr. Let's Shake hätten wir besiegt. Guter Name. Nein, what happened? What? Warum? Stürzt das Spiel jetzt einfach ab oder wie? Spinnt das eigentlich ein bisschen? Ah. Come on, Spiel. Ernsthaft? Ich befürchte, das hat auch kein Autosave-Feature oder so. Wahrscheinlich müssen wir jetzt echt... Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Au, 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 au. So lange kann es nicht her sein, aber trotzdem. Come on. Spiel. Was geht denn eigentlich? Das war einfach zu viel Action für das Spiel, glaube ich. Dr. Let's Shake, das klingt wie ein über 18 Spielzeug für Frauen. Alles in dem Spiel, glaube ich. Alles klingt wie ein Sextoy. Alles. Jetzt müssen wir, befürchte ich, Dr. Let's Shake nochmal schnell shaken. Oh nein, der Skorpion-Mini-Job, den gäbe es jetzt auch neu. Na, ist egal, machen wir schnell jetzt hier. Ich weiß jetzt, wie er geht, der ist ruckzuck fertig. Ich hoffe, ich kann die Cutscene überspringen. Bitte, Spiel, lass mich, wenn du schon unbedingt abstürzen musst... Lass mich wenigstens die Cutscene überspringen. Hä? Ist das jetzt... Habe ich es gemacht? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich habe es übersprungen. Ja, dann ist alles halb so schlimm. Dann sind wir da gleich wieder durch. Ich hasse es, wenn ich Sachen wegen sowas zweimal spielen muss. Aber zum Glück mit über Cutbahn Springscenes, genau, ist es gleich erledigt. Oh. Damn it, zu früh gerollt.
Komm schon, Travis. Das schaffen wir. Schade, schade, schade. Ein Schritt noch. Dann hätten wir noch eine gute Kombo landen können. So nicht. Der zählt so langsam. Das schaffen wir. Nein, das wird wieder super knapp. Ah, damn it, ey. Das passiert, wenn man es zu eilig hat. Ich sterbe jetzt außerdem gleich. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Sonst wird es noch nerviger. Ich muss mich schnell heilen und dann machen wir den vernünftig. Hallo, zu alt für, wie geht's? Alter, warum sind da nur Batterien in den Rüstungen, in den Kisten? Den Rüstungen? Wenn ich doch Herzen brauche. Verdammt nochmal. Hey, danke fürs Followen. Trituradora. Hallo, und wie geht's? Hast du Demon's Souls eigentlich schon durch? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich bin noch nicht viel zum Spielen gekommen, leider. Ich habe jetzt, glaube ich, ich habe erst vier Bosse habe ich erst. Also ich habe noch einiges vor mir. Ich kann halt meistens nur am Wochenende für ein paar Stunden spielen, aber es macht mir echt immer noch oder wieder super viel Spaß. Das schaffe ich diesmal. Diesmal schaffen wir es. Danke. Und jetzt bleib hier, komm, nicht abhauen. Naja, schade. Aber er zählt langsam. Gut, das schaffen wir. Ja, der Totally Not Lightsaber. Ich habe auch schon gesagt, gerade bei der Waffe, die er jetzt benutzt, ist das schon sehr ein Laserschwert. Aber es ist natürlich ein Katana. Ein Laserkatana. Kein Lichtschwert. Ich meine, es ist schon ein bisschen sehr lange für. Ne? Das sieht so albern aus. Und jetzt haut er bestimmt ab, oder? Ah, du nervst mich. Nein, er haut nicht ab. Sehr gut. Dann können wir ihn jetzt wahrscheinlich finishen und dann hoffen wir, dass das Spiel nicht wieder abstürzt. Oh, dafür wird mein Akku leer. Auch nicht schlecht. Okay, es hat nicht ganz gereicht. Wartet mal schnell. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne mein Schwert wechseln. Weil einfach nur so viel Parameter wie möglich verändern, damit es nicht wieder abstürzt. Okay. Das haben wir auch schon gesehen. Jetzt hoffen wir. Okay, ich glaube, soweit hat es letztes Mal gar nicht geladen. Dann ist gut. Die kennen wir doch. Also, könnte man aus dem ersten Teil kennen, wenn ihr euch noch erinnert. Master, it's been a long time. Shinobu? Wait, what did you say? Did you call me Master? I don't have time for apprentices. You have any idea how much pro wrestling is backlogged on my VCR? I came to tell you I got back safely from Asia. You should be happy. I didn't even know you left. Are you listening? I'm not your master.
My only desire was to become strong like you, Master. So I trained hard, and I fought to become the champion of Asia. Here's my belt. No way. You won this? That's pretty badass. I was told the competition was heating up in Santa Destroy, and my master was overburdened. Me? Overburdened? Who told you that? Sylvia. She said I should come back and help you. What? Who's that bitch think she is? My nanny? Listen up, Shinobu. This is my war. I don't need help from anybody. Well, the thing is, it's kinda too late for that. Huh? What are you talking about? I'll explain later, Master. But you should go to the bathroom first. Seriously, it's a long story. Fine, but I'm not your goddamn master. Haben wir im ersten Teil nicht irgendwie einen Arm abgehauen? Oder beide? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nummer 10, Let's Shake. Besiegt. Im Grunde hat der quasi 11 Gegner besiegt, bevor wir die Arena überhaupt betreten haben. So wie er damals im ersten Teil einfach besiegt wurde, bevor wir die Chance hatten. Nett. So, ist gespeichert. Wenn es jetzt abstürzt, sind wir auf der sicheren Seite. Alles gut. Nur den Fortschritt vom Skorpion-Minispiel haben wir verloren und um den ist es echt nicht schade. Sorry for interrupting your time abroad, so. But will ich hole jetzt schnell ein Ladekabel. Sure. I'm eager to kill, so hurry with the details. Straight to the point. I like that. Can you handle two of our top 10? Only two? That's nothing. Why don't I just take them all? You've grown confident. Yeah, but not overconfident. Unlike you, I can see myself objectively. Creepy little girl. Don't forget your promise. Double cross me, and you're dead. You cannot kill me, silly. You're not worth the stain on my blade. Und wo stecke ich den jetzt an? Okay, Moment. Was habe ich verpasst? Was haben die gerade geredet? Warum bin ich jetzt Shinobi? Okay, so. Ich muss jetzt schnell den Controller irgendwo anstecken. Moment. Mein Laptop hat gerade das Geräusch gemacht, als wäre irgendein Gerät getrennt worden. Aber es funktioniert noch alles, oder? Okay, ich glaube schon. Geht mein Mikro auch noch? Okay, gut. Dann machen wir weiter. Du sollst zwei Ränge für Travis übernehmen. Okay, cool. Bestimmt muss Travis sie nachher noch eliminieren. Theoretisch, wenn ich jetzt zwei Ränge übernehme, also als Shinobi, steigt dann nicht, Shinobu, steigt dann sie nicht auf im Rang eigentlich, technisch gesehen? Vielleicht? Na, mal schauen. Weiter geht's. Interessante Laufanimation. Erinnert sehr stark an einen aus Killer 7. Den Dieb aus Killer 7. Der hat sich fast genauso bewegt. Was schießt denn da?
Ah. Au, das ist nicht nett. Okay, die spielt sich sehr anders als Travis. Da muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Aber das ist grundsätzlich cool. Die ist viel agiler. Mein Gott, hält der was aus. Ah, die kann quasi nicht wresteln. Ich verstehe. Die kann keine Wrestling-Moves. Die kann nicht schlägern in dem Sinn. Die kann keine Kicks, keine Würfe. Die kann dafür rumspringen. Und crazy Slashes machen und Luftangriffe und sowas. Autsch. Ich muss mein Schwert aufladen. Wie macht denn sie das? Oh, oh. Was habe ich denn da entdeckt? Ich kann mein Schwert irgendwie mit ihr. Ah, doch. Ah, okay. Schleifen muss sie das natürlich. Das muss ich nochmal kurz... Oh. Oh, das ist ja cool. Okay. Das ist so ein bisschen wie bei Mega Man. Immer die Angriffstaste gedrückt halten, damit der Blaster auflädt, quasi. Ah, dann kann ich nicht springen währenddessen. Ich will halt die Treppe nehmen. Ich frag mich echt, wo ich eigentlich hin muss. Ich schätze mal hoch wieder. Ah, da ist ja jemand. Shinobu ist cool. Aber... What? Ich muss echt mal auf der... Da war gerade ein Aufrufezeichen war da auf der Karte. Warum nicht? Es ist ein Aufruf an den Spieler, dass er da hingehen soll. Muss ich mal kurz gucken, wie ich da hinkomme. Jetzt fehlt mir nur eine Sprint-Taste. Ah, man kann sprinten! Was die nicht alles kann. Cool, cool, cool. Tyler Durden. Das ist eigentlich das Standard-Outfit von Travis Touchdown. Falls es wirklich nicht... Weißt du, was es sein soll? Carter, es ist gerade echt wieder ungünstig. Na gut, ich kann das auch blind. So mit halbem Bildschirm. Die obere Bildschirmhälfte reicht. Danke, Carter. Danke. Katzen im Stream sind nie ungünstig. Aber fürs Spiel schon manchmal. Also jetzt gerade ging es ja sogar, aber bei so Bosskämpfen oder so,
Ist halt der Hardcore, der Cat-Schwierigkeitsgrad. Okay, sie kann irgendwie einen coolen Walljump, was zwar eigentlich gut ist, aber damit habe ich gerade echt nicht gerechnet gehabt. Die einzelnen Laserköpfe hier drin finden. Ich habe einen gefunden, aber wie komme ich da ran? Kann ich irgendwie zielen mit meinem... Mal schauen, vielleicht komme ich irgendwo hoch. Auf diese Goldtresor-Dinger. Das wäre nämlich notwendig. Nee, nee, passt schon. Ah, das sieht gut aus, oder? Nee. Doch. Okay, Vorsicht. Ich habe einen Schatz gefunden. Nebenbei, so im Augenwinkel. Aber wie komme ich jetzt wirklich an die beiden, ey? Das wird gar nicht leicht, glaube ich. Ich meine, das geht noch, aber der andere, da muss ich jetzt... Das könnte frustrierend werden. Ah, ich hab's gewusst. Naja, gut. Komme ich hier zufällig hoch? Das wäre echt gut. Nee. Das Spiel ist so gemein zu mir gerade. Okay, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig und langsam. Ah, ich sehe gerade. Warte mal. Aber den könnten wir so lösen, glaube ich. Yes. Funktioniert beim anderen, glaube ich, leider nicht. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Kann ich zufällig... Nee. Ich dachte gerade, vielleicht könnte ich springen quasi. Mit aufgeladener Schussklinge. Aber ich glaube leider nicht. So, jetzt ganz vorsichtig. Ah, ich hasse den. Okay, Achtung. Ja, puh, war gar nicht so schwer. Glück gehabt. Ah, Speicherpunkt. Sehr gut. Das heißt, der Level hier ist auch beendet. Geht sie auch aufs Klo zum Speichern? Ach, sie geht duschen zum Speichern. Naja. Ich schätze, Sanitäranlagen sind Sanitäranlagen. Volle Batterie, volle Heilung, volle Power. Bosszeit. What? Who's there? Sorry, but I gotta make this quick. My opponent's a young girl? If you kill me, you can fight Travis. But that's a huge if. You talk a lot of trash. For a child. Let's get to the fun.
I'm not going to use your gun. You need more practice. You need more practice. Na, also bis jetzt macht er keine sehr gute Figur. Ist er jetzt gerade da hinten rausgelaufen? Ach, jetzt lauf doch nicht weg. Langweiler. Was? Was war denn das bitte? Bitch slap noch oder wie, bevor er stirbt. Ah. Ah, was für ein Zufall. Ich habe auch an Revolver Ocelot denken müssen gleich. Just give me your name. When the gatekeeper to hell asks who sent you, tell him it was Shinobu Jacobs. Yes, sir. Enjoy your trip. Million Gunman. Aber er hatte nur eine Pistole. On to the next one. Ah ja, Travis Touchdown ist jetzt doch auf Rang 9 aufgestiegen. Ist das wirklich regelkonform? Kann ein Auftragskiller einfach einen Stellvertreter kämpfen lassen? Anscheinend. Warum nicht? Geht's jetzt direkt weiter, eigentlich gleich mit Rang 9, also mit Rang 8? Das ist die Frage. Ja, anscheinend. Keine Jean füttern, keine Minispiele. It's this Bishop's grave. Yeah. Were you friends? Yes. We never met in person, but we knew each other well. We exchanged many letters, even though our countries and languages were different. We truly understood each other. I am very much indebted to him. He gave me courage. Oh, I'm just lumbering. Don't mind me. By any chance... Do you know his best friend, Travis? Of course. Excellent. In that case, would you please give this to him? It is from Bishop. This? It is a lot of things, I suppose. Knowing it is your hands, I can have peace of mind. Now, let me light some incense before I go. Thanks. I promise to deliver it to my master. Please do. Yeah? Shinobu, the next match is ready. On my way. This better be good. Ein Geist. Pium.
Ach so, stimmt. Es macht ja gar nicht mehr Biau. Es macht ja Kling. Die hieß wirklich, ne, auch die, ich finde es witzig, dass auch ihre Level ganz anders aufgebaut sind irgendwie. Oh yeah, double kill. Hey, what you got there? You need more practice. Oh. So, it's come to this. Habe ich alle drei jetzt erwischt mit dem Schlag? Wie ist denn das passiert? Okay, cool. Passt schon. Sieht der Gegnertyp da nicht genauso aus wie der, der gerade am Friedhof war? Ich glaube nicht wirklich, oder? Oh, ein bisschen schon. Mini-Boss-Zeit. Warum visierst du nicht an? Danke. Oh, du bist, glaube ich, kein Mini-Boss, so schnell wie du Lebensenergie verlierst. Ich glaube, ich habe das Auto gerade geblockt, quasi. Interessant. Oh, da wären zwei Kisten. Wie komme ich da hoch? Drei sogar. Vielleicht habe ich schon da vorne. Da vorne ist es, glaube ich. Wie ein kopfloses Uzi-Hühnchen schießt er noch in die Luft. Zumindest verdienen wir mit ihr, glaube ich, echt ein bisschen Kohle. Ach verdammt, ich komme da gar nicht rüber, glaube ich. Schade. Aber so wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Ich habe nicht vor, alle Collectibles zu sammeln und sowas. Wenn da jetzt ein bisschen was liegen bleibt, ist es mir eigentlich wurscht. Ich meine, das sind Kisten und natürlich würde ich die gern aufhauen und gucken, was drin ist, aber eigentlich ist es mir wurscht. Just give up! Hey!
Die Hitsounds von den Gegnern sind manchmal schon gemein. Gerade wenn die so aufstehen oder am Boden liegen. Manchmal trifft sie die, manchmal nicht. Man weiß es nicht. Das ist ein bisschen doof. Nein. Obwohl. Vielleicht gar nicht so blöd, hier runterzufallen. Gibt Schlimmeres. Ah. Wenn schon, denn schon, oder? Achso, ist nur eine Pizza. Brauchen wir nicht. Geheilt sind wir. So, jetzt visiere ich den Kerl nicht an, dann kommen wir hier nämlich auch rüber. Genial. Sudala. Da ploppen noch Gegner am Horizont auf, aber ich sehe schon den Safe-Punkt auf der Karte. Weit kann es, glaube ich, vielleicht eventuell nicht mehr sein. Aber wer weiß. Keine Ahnung. Kann auch noch sehr weit sein. Kommt man darüber? Wahrscheinlich irgendwie anders. Ah, was haben wir denn hier? Vorsicht! Ein Stück Pizza. Wegen einem bisschen Stück Pizza. Na gut, auf höheren Schwierigkeitsgraden ist man wahrscheinlich froh, wenn man hier noch ein bisschen versteckte Heilung findet. Insofern. Crazy. Und hier kommen wir jetzt auch zu den Kisten, zu denen ich vorher nicht konnte. Ja, bin ich doch ein bisschen froh jetzt. Auch wenn nur Geld drin ist. Ich meine, was heißt nur Geld? Ist eh voll super. Geh da mal hoch, oder? Das sieht so ein bisschen so aus, als hätten die das hier aufgebaut, damit man hier hochhüpfen kann. Würde mich schon mal interessieren dann. Wir sind sogar Gegner. Ist das der richtige Weg? Es würde mich interessieren, wo es den anderen Weg dann weitergegangen wäre. Aber gut. Triple Kill. Sehr schön. Interessant, wie Batterien ihr Katana wieder schärfen. Das stimmt. Ich aber nicht nur Batterien, sondern auch Kills anscheinend. So wirkt es zumindest. Okay, da unten sind zumindest Schatzkisten. Ich gehe da mal hin. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Sehr gut. Ganz und gar nicht. Wir sind am Ziel. Bosszeit. Gucken, ob hier noch was ist. Aber ich glaube, da war ich schon. Ne? Da geht es genau. Einmal rum. Speichern. Also duschen in dem Fall. Und dann Bosskampf. Zum Glück haben die hier auf dieser Baustelle so ein Badezimmer mit Dusche. In diesem komischen Hafenviertel oder wo auch immer ich gerade bin.
Aber gut, die hatten auch in diesem Resident Evil 4 Sumpfgebiet ein wunderschön sauberes, neu saniertes Klo für Travis. Insofern, warum nicht? Vielleicht haut sie die Batterien mit ihrem Katana und die Säure schärft die Klinge wieder. Macht perfekt Sinn. So wird es sein. What do we have here? A young lady? You know, it's dangerous coming to a place like this alone. Den kennen wir doch auch. Seriously, terrible things can happen. I see it on the news all the time. Beide Hälften. Maybe that's why she came. It's what she wants. Two grown men to keep her company. Horny slut. My master's got his hands full, so I'm taking his place. Not that it matters. The result's gonna be the same. I don't have time for this. You're taking Travis's place? Wow. I gotta say, I'm feeling pretty disrespected. Just shut up and fight. Oh, listen to this whore. Acting like she's some kind of femme fatale. Shut up and fight, she says. She's really pissing me off. Seriously. And she's so rude. Reminds me of my complaining customers. Now, Travis, he knew how to fight like a gentleman. Sliced me in half, sure, but he did it with grace. I mean, come on. Put her there. Huh? You know, let's shake hands. Sportsmanship is paramount to a fair and clean fight. Hurry up and shake! Dirty nympho. Whatever. But which one? It doesn't matter. Your choice. The one that's throbbing. Destroy Spark. What the? What? Was this supposed to spark? Blank. A filthy skank! Yeah, that wasn't smart. I'll be sure Travis gets your head in the mail! Enough with your freak show. Now bring it. We're gonna kill you twice over! Interessant, dass seine linke und rechte Gehirnhälfte so unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Die kombon hier aber gut, die zwei. Muss man schon sagen. Wie cool sie den Laser gerade abgewehrt hat von hinten. Die Kamera, was macht die gerade? Ich würde gern meinen Gegner sehen. Okay, den ersten hätten wir, glaube ich, ne? Dann bist du jetzt dran. Ah, der will ihn wieder erwecken. Nein, oder? Ich bin mir nicht sicher, was er will. Willst du herkommen jetzt, oder was machen wir? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ich kann auch hochkommen. Ich weiß nur nicht, wie. Ah. Nein, tu es nicht! Shit. Ich glaube, er hat den erweckt wieder. Aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Das ist okay. Ich sollte am besten anscheinend versuchen, die einigermaßen zeitgleich zu killen.
Fuck, passiert denn gerade? Autsch. Na gut, okay. Heilung und Energie, perfekt. So, ich muss im Grunde nur die Leiche hier bewachen, ne? Dann kommt er früher oder später wahrscheinlich. Na komm, willst du deinen Freund nicht erwecken? Ich war übrigens so frei, heute unter dem neuen Fallout-Lore-Video eine kleine Idee zu verewigen. Ah, okay, schau ich dann gleich mal. Bin ich gespannt. Cool, besiegt! Unterschiedliche Gehirnabschnitte sind ja auch für unterschiedliche Abschnitte der Persönlichkeit zuständig. Aber im Endeffekt... Ich meine, in dem Fall wurde halt Science-Fiction-technisch das komplette Gehirn und nicht nur das Großhirn halbiert. Sowas geht gar nicht. Insofern, wer weiß, was das dann für Auswirkungen hätte. Da haben wir die Begründung, was mit unserer Hand ist. New Destroy Man. Der Gedanke für das Video ist mir schon lang durch den Kopf gegangen, weil ich habe mir wirklich gedacht, dass die Fallout-Spiele alle, vom ersten bis zum vierten, eigentlich immer in so Ödland-Regionen spielen, aber dabei ist es Ödland eigentlich, gerade zu Zeiten von Fallout 4, gar kein Ödland mehr, aber das kriegt man so gar nicht mit irgendwie. Das habe ich mir gedacht, ne, ist doch ein gutes Thema. Wie gesagt, unter Bethesda hätte ich es auch für ausgeschlossen gehalten, dass mal wieder ein Fallout-Spiel an der Westküste spielt. Aber jetzt, ne? Destroyman came back? Wer weiß, alles ist möglich. He was an annoying prick, though. I'm glad he's dead. Again. I can kill more fighters for you, whatever my master wants. Master. Oh. Pesky little cub. You can't kill me. Eat this. Must be having a nightmare. Hey, over here. Huh? I can't. I feel like that pervy teacher in a porn. Yeah. Wait. Hmm? Something wrong? Nah, it's nothing. The next sucker's all mine. Also man weiß schon auch, dass Europa und der Nahe Osten im Fallout-Universum auch sehr im Arsch sind. Aber ob da Atombomben eingeschlagen sind, weiß man nicht. Vielleicht einfach nur ein normaler Krieg, Wirtschaftskrise, nicht schön alles. Aber man weiß nur von einer Atombombe, einem Terroranschlag in Kairo, glaube ich. Sonst wäre hier eigentlich viel Raum für neue Fallout-Teile oder Spin-Offs. Microsoft, mach mal jetzt. Neues Schwert. Rose Nasty. Cool.
Okay, Jean. Es ist Zeit für ein bisschen spielen. That was close. Aber es könnte gut sein, dass halt einfach quasi die europäischen Länder zum Beispiel halt so eine richtig tief abgefuckte dritte Weltländer sind, aber ohne irgendwie Verstrahlung und Mutationen und Monster und sowas, sondern einfach nur, ne, nicht schön. Das könnte sein. Und ich meine, 200 Jahre seit den ganzen Konflikten und Kriegen. Wer weiß, was sich da schon wieder aufgebaut hat. Vielleicht haben die einfach die USA zur Quarantänezone erklärt. So quasi. Wer weiß. Aber ich glaube, so Organisationen wie die Enklave würde das wahrscheinlich zumindest wissen. Irgendwie geht das leichter. Kann das sein, dass das leichter wird, je leichter die Katze wird? Das wäre cool. Verstehen wir noch nicht, warum die Katze da abnimmt. Aber warum nicht? Ist ja auch Stretching, ne? Ist ja auch wichtig. Wer viel Sport macht, muss auch stretchen. Wobei ich da widersprüchliche Theorien zum Thema Stretching höre. Ich glaube, in Wirklichkeit bringt Stretching gar nichts. Weil du stärker wirst, natürlich. Deswegen wird die Katze leichter. Ja, ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Hey, wir sind schon auf 11,2 Pfund. Das ist ja schon langsam super. Das sind jetzt wahrscheinlich so 5 Kilo. All done. Puh, that was close. Können wir mit dem auch interagieren? Nee, der ist noch so ein bisschen im Halbkarbonitschlaf. In dem Regal ist nichts Neues anscheinend. Okay. Dann gehen wir mal schnell speichern. Ich hatte mal geplant, den Fallout 4 einen Companion aus Deutschland zu programmieren, der aus einem Europa kommt, welcher im technologischen Stand des Instituts ist. Aber nachher das Vertonen wollte irgendwie nicht so funktionieren, wie ich wollte. Ha, schade. Wäre bestimmt witzig gewesen. So. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, wie viel Kohle wir gesammelt haben und für was wir das jetzt alles ausgeben können. Yo. Yo. Danke. Nix. Das ist ein alter Dalek, der da steht? Nee. Sieht ein bisschen so aus. Gut, ich bin ehrlich gesagt froh, dass die keine weiteren Schwerter für uns hat aktuell, weil das bedeutet, dass wir sehr viel Geld sparen. Und ich glaube, Shinobu hat echt Kohle gesammelt.
weiß halt nicht, welche Beträge das waren, aber es hat überall Bling-Bling gemacht und Dollarscheine überall. Und wir sind sowieso unserem neuen Meister hier noch ein Training schuldig. Beim letzten Mal waren wir leider pleite. Okay. Los geht's. Ich hab jetzt echt... Oh Gott, das wird furchtbar. Okay. Ich bin bereit. 30 Sekunden. Ah! Ich kann nicht mehr. Oh Gott, der ist so gemein, ey. Ich glaube, meine Echtwelt-Maximum-Health hat sich auch gerade increased. Over 9000 Jahre werde ich jetzt nämlich. So, ich befürchte, wir haben auch schon das nächste Level, oder? Aber jetzt machen wir erstmal... Muscle Training. Muscle Tov. Ah, das war, glaube ich, gut, oder? Ich wurde kaum getroffen. Sehr gut. Great job. Hey, danke fürs Abonnieren, Chaps on. Willkommen. Und 11 Monate. Wow. Chaps on! Das klingt ein bisschen wie so ein Power Ranger Verwandlungsspruch. Finde ich cool. Stamina. Weiter geht's. Okay, jetzt wird's hart. Das ist die vorletzte Stufe, glaube ich. Oh Gott, Travis, wir haben erst die Hälfte ungefähr durchhalten. Der ist so mies. Der ist so Arsch. Ja. Oh Gott. Das ist nicht cool. So, Muscle Training. Machen wir nochmal. Und den Rest, das restliche Geld, das wir haben, geben wir im Klamottenladen aus. Wir brauchen eine neue Jacke und eine neue Brille. Und neue Schuhe. Wird sich nicht mehr ausgehen. Schauen wir mal. Mist. Au, warum? Oh. Das war nicht so gut bis jetzt. Das reicht. Ob das gereicht hat? Poopy. Sad Face. Mist. Mist. Ich hab's schon befürchtet. Das ist so teuer, aber ich versuch's jetzt nochmal. Meistens funktioniert das Button-Mashing super, aber manchmal eben leider nicht.
manchmal ist es genau azyklisch zu den Treffern und dann wird man dauernd getroffen und dann ist es doof. Ah, okay, Konzentration. Ah, schon wieder viel zu oft getroffen, Mensch. Das ist so mies. Ich muss, glaube ich, echt versuchen, im richtigen Takt zu treffen. Sonst habe ich keine Chance. Mies. Mies, mies. Ich versuche es noch einmal. Dann habe ich keinen Bock mehr. Ah, einmal noch. Oder kann ich es mir überhaupt noch leisten? Gerade so. Also Kleidung shoppen ist dann nicht mehr viel los, glaube ich. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Hm. Okay. Kann ich jetzt schon wieder vergessen. Aber man sieht überhaupt nirgends, wie es, ne? Nee, aber es ist eh schon egal. Ich hatte das eine Herz getroffen und kurz gelähmt und dann habe ich gleich eine Vierer-Kombo getroffen und da war es vorbei. Ja, ja, ich mag nicht mehr. Ich kann es mir auch gar nicht mehr leisten. Können wir es uns noch leisten? Vielleicht versuche ich es nochmal. Das zählt gerade nicht. Nein, wir können es uns nicht mehr leisten. Schade. Ah, ich würde echt gerne neue Klamotten kaufen. Vielleicht sollten wir uns nochmal durch ein Best-of der Minispiele durchklicken. Der Nebenjobs. Wisst ihr was, machen wir den wirklich nochmal, den Nebenjob schnell mit dem Space Chunk. Weil der hat verdammt viel Kohle eingebracht. Und dauert nicht ganz so lange wie das Rohre verlegen. Das auch super viel Geld bringt, wenn man es richtig macht, aber... Das dauert länger. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich kann die Teile quasi auch da, wo sie sind, wieder loslassen. Die haben dann kein Momentum. Wenn ich nah am Schiff bin, aber ich merke, ich schaff's nicht mehr wegen einem Asteroiden oder so, kann ich die im Grunde auch weiter oben einfach parken. Das ist vielleicht in manchen Situationen gar nicht blöd. Gut zu wissen. Ist das absichtlich doppeldeutig mit dem Rohre verlegen? Ich glaube, bei dem Spiel ist absolut alles absichtlich doppeldeutig. Insofern ja. Ich bin mir sicher, viele Anspielungen in den Namen der Minispielen verstehe ich nicht mal. Aber ich bin mir sicher, die sind da. Alright. So wird das was. Nee, so wird das nix. Okay, danke. Sehr gut. So, aber crazy wird's erst jetzt. Jetzt geht's erst richtig los. Ah, ich dachte, ich habe lang genug gewartet. Komm schon. Okay.
gut. No problem. Das war mal ziemlich nice. Oh oh, das ist dafür nicht so nice. Ah, oh Gott. Kommt schon, Asteroid. Wollt ihr mich verarschen? Dankeschön, das war nett von denen. Kann nichts machen. Die kombon mich immer wieder in die Atmosphäre rein. Aber ist schon okay. Gerade noch so. Danke. Das ist sehr freundlich. So, der letzte wird noch ein bisschen knifflig jetzt da unten. Oh, gut. Das war Glück jetzt. Cool. Je mehr Zeit übrig bleibt, desto mehr Geld, oder? Ja, genau. Deswegen gut. Sehr gut. Nächster Stage. Mit dem Minispiel kann man echt reich werden. Ziemlich cool. Kann aber auch an Frustration zugrunde gehen. Guckt euch das an. Wie soll ich jemals zum Schiff kommen? Oh, knapp. Knappinski. Die schwierigsten Teile haben wir schon geholt. Wirklich ein bisschen gemein gerade, was die mit mir machen. Noch eines, das will ich schon die ganze Zeit holen, weil ich mir denke, ach, das ist aber leicht eigentlich. Und ich krieg's einfach nicht. Okay. Meine Güte. Nicht schlecht. Guck mal, das ist wirklich Schrott R2-D2, weil der Silo hinter dem der Kerl steht, andersrum. Sieht aus wie der Todesstern. Okay, gehe ich nochmal ins Gymnasium? Nein, wisst ihr was? Jetzt kleiden wir uns für das Geld erstmal ein, gemütlich. Und dann, wenn was übrig ist, dann gehen wir nochmal trainieren. Aber nur, wenn was übrig ist. In welche Richtung geht das Spiel, das ich gerade mache? Ich bin da gerade dabei, das sehr stark zu vereinfachen und zu minimieren. Deswegen kann ich es noch gar nicht hundertprozentig sagen. Aber auf jeden Fall 2D-Plattformer, das auf jeden Fall. Aber ich habe viel zu groß gedacht. Ich dachte, ich denke schon klein genug, aber es stimmt nicht. Nicht als Nebenprojekt quasi. Hm.
Also ich kaufe auf jeden Fall eins von den neuen. Ich glaube, ich kaufe das da. Ich weiß nicht warum. Das gefällt mir. Und billig ist es auch noch. So, jetzt gibt's. Es gibt so viele neue Jacken. Da müssen wir uns entscheiden. Das ist natürlich. Das ist natürlich mal ganz was anderes. Aha. Ich glaube, die müssen wir uns fast holen, oder? Die ist natürlich auch stylisch. Die sieht so ein bisschen aus wie die Originaljacke. Nur in lila und ganz anders. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Die lila Jacke mit dem Tribal-Muster oder die Tigerjacke. Die Tigerjacke ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Dann sind wir aber auch sehr pleite. Kein Wunder, dass die so teuer ist. Nerd. Ich hätte jetzt eher wegen den Ellbogen schon einen auf Skater getippt. Aber klar, Stifte in der Tasche vorne, deswegen Nerd. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, da muss ich erstmal kurz zu den Hosen schauen. Das sind die Nerd-Hosen. Das ist natürlich, das Nerd-Outfit wäre komplett natürlich schon auch nicht schlecht. Gibt's auch Nerd. Oh, es gibt auch eine Nerd-Brille. Ah, das ist schon alles sehr gut. Ich weiß nicht, warum das der Nerd-Handschuh ist, aber ist auch okay. Nerd-Gürtel. Gut, die Nerd-Schuhe sind ein bisschen langweilig, aber ich hätte am liebsten, ich glaube, das komplette Nerd-Outfit miteinander. Nerd ist episch. Zumindest was die Jacke angeht. aber es geht leider, da müssen wir. Ich kaufe, glaube ich, die Nerd-Jacke. Wobei, ich finde die Tigerjacke schon auch geil. Ah, damn it. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay, wartet mal. Ich werfe eine digitale Münze. Kopf ist die Tigerjacke. Zahl ist Nerd. Alexa, Kopf oder Zahl? Alexa, lauter. Alexa, Kopf oder Zahl? Kopf. Was war Kopf jetzt? Ah, Kopf war die Jacke. Ah, nee, ich kann mich trotzdem nicht entscheiden. Die Schützer sollen ihn bestimmt als zerbrechliches Weichei hinstellen. Das habe ich auch gedacht. Okay, nehmen wir die Tigerjacke. Alexa hat Kopf gesagt. Dafür nehmen wir dazu aber die Nerdhose. Ah, die können wir uns nicht mehr leisten. Glück gehabt, Travis. Glück gehabt. So, das ist ein interessanter Style auf jeden Fall. Und pleite sind wir auch schon wieder. Da bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Ich dachte, es gibt nur crazy Lederjacken. Aber scheinbar gibt es auch ganz andere Sachen. Ah, da müssen wir irgendwann mal, glaube ich, einen ganzen Stream machen, in dem wir nur die Retro-Games farmen oder so.